Hey Leute, Frank hier. Schön, euch wieder zu sehen. In der Videoreihe Frank's Fractal Sunday stelle ich alle 383 Fractal Audio Factory Presets vor. Wow! Diese Factory Presets sind in allen Fractal Audio Geräten, also dem FM3, FM9 und XFX 3 kostenlos enthalten und ein großartiger Startpunkt, um eure eigenen Sounds zu basteln. Heute zeige ich die Presets 326 bis 330 und am Ende spiele ich wie immer einen Song. Viel Spaß! Das Preset 326 heißt Stereo Death Fuzz. In diesem Dual-Amp-Preset haben wir die Models 59 Bass Guy Bright und den 65 Bass Guy Normal. Dahinter stecken die großartigen Fender Bassmen. Mit dem Fass davor bekommen wir einen schönen, kranken Rocksound, wie ihn zum Beispiel Tom Morello von Rage Against the Machine gerne benutzt. Ich spiele jetzt Szene 1. Das Preset 327 heißt Forlorn. Hier haben wir das Verstärkermodel Vibratoverb. Dahinter steckt natürlich der berühmte Fender Vibroverb. Das ist einer der bekanntesten Fender-Verstärker, da der große Stevie Ray Vaughan diesen Verstärker benutzt hat. In diesem Preset haben wir verzögerte, in der Tonhöhe verschobene Noten mit viel Hall, Stereo-Enhancer und automatischer Lautstärkeanhebung. Es klingt ein bisschen wie das Stimmen eines Orchesters vor dem Konzert. Ich spiele jetzt Szene 1 mit einem Percussion Loop. Das Preset 328 heißt Ambient Guitar. Hier haben wir das Verstärkermodel Double Verb Normal. Dahinter steckt der berühmte Fender Twin Reverb. Der Twin hat einen super clean Sound, der sehr, sehr flexibel eingesetzt werden kann. Bekannte User sind zum Beispiel James Burton, Jack White, Chuck Berry, Mike Stern oder auch Wes Montgomery. In diesem Preset haben wir 4 Stereo-Delays vom Plex-Delay-Block, die für eine fantastische Atmosphäre sorgen. Ich spiele jetzt Szene 1. Thank you.
Das Preset 329 heißt Eruption. In diesem Preset haben wir den Britt Brown. Dahinter steckt der Marshall Superlead Plexi, wie ihn Eddie Van Halen gespielt hat. Dieser Amp hat den berühmten Brown Sound. Das bedeutet, er hat eine ganz besondere Wärme. In diesem Preset wird der Sound des Stücks Eruption mit Phaser, Tape Echo, EQ, Variac und Reverb nachgebildet. Ich spiele jetzt Szene 1. Preset 330 heißt Thrilling Chilling. In diesem komplexen Preset gibt es keine Amps. Dafür haben wir zwei Synthblöcke und unheimlich viele Controller, um spooky Sounds zu erzeugen. Ich spiele jetzt Szene 4. Zum Abschluss spiele ich einen Song mit einem eigenen Preset, FSM Nick Johnston. Dieses Preset könnt ihr in meinem Shop käuflich erwerben. Und nun viel Spaß mit dem Song.
Danke fürs Zuschauen. Wenn dir das Video gefallen hat, schenk mir ein Like. Und um keine Videos zu verpassen, abonniere den Kanal und aktiviere die Glocke. Wenn du Fragen oder Wünsche hast, schreib mir das in den Kommentaren. Du kannst auch gerne mal auf meinem YouTube-Kanal vorbeischauen. Hier findest du neben vielen Songs auch meine The Complete Fractal Audio Factory Preset Videos. Solltest du mal Hilfe brauchen beim Erstellen eigener Presets, kannst du mich gerne kontaktieren. Übrigens gibt es ein neues, geniales Fractal Audio Gerät, das VP4. Das solltest du unbedingt ausprobieren. Habe eine gute Zeit und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, Get Your Kicks at G66.